mal einen Satz mit X, aber wir haben einen Spaziergang gemacht, kein Problem. Gibt es da noch irgendwo einen Pet-Shop? Ich glaube nicht, oder? Hier komme ich aber auch nicht so gut querfeldein, leider. Wenn wir ein Stück weiter gehen. Komm, wir gehen noch mal ein Stück weiter. Es ist ja noch nicht so spät. Noch ein Schlüsseldienstladen. Elektrische Sachen. Na, noch nach auf der Suche so nach einer Stehlampe, ne, für abends bei uns im Wohnzimmer. Weil die ist schon echt ungemütlich, unser Licht da immer. Döner. Ja, aber sieht nicht gut aus. Alles so komische kleine Läden, aber nichts Wahres und nichts Ganzes für mich. Lauter Restaurants. Ist ja auch kein Tiergeschäft. Nö, also weiter will ich nicht gehen. Ich würde sagen, ich gehe dann hier querfeldein einmal Richtung Heimat wieder. Tun auch die Füße weh. Überall Sabite heute und Polizei, keine Ahnung warum, die kontrollieren die Läden alle hier. Das war jetzt Gendarme. Eben war Sabite in eins der, also die andere Polizei, es gibt ja mehrere Arten von Polizei hier, die waren eben in einem Klamottenladen drin mit drei Mann. Was ist das? Hobby-Elf, okay. Wolle und so. Das ist ja schicki. Das habe ich auch noch nie gesehen, so ein Wollladen. Lass mal gucken. Ja, ich habe auch keine Lust zu stricken, aber für den, den es interessiert, stehen da wieder mal keine Preise dran. Ne? Aber ist doch gut. Alles voller Wolle und Knöpfe und. Kanntet ihr den Laden? Tja, schön. Die Anlage ist auch schön hier, guck mal. Das ist eine schöne Anlage, das ist ein schöner Pool. Ist aber auch auf Pause. Leute, ich habe mich jetzt aber nicht verlaufen. Ne? Eigentlich kann man ja immer nur entweder in die Berge oder an den Strand. Die Anlage gefällt mir, wie schön. Die haben aber kein Wasser drin. Mal gucken, ob ich da hochkomme oder ob da alles so ist jetzt. Sieht so ein bisschen danach aus. Hier, guck mal, die Pflanzen haben wir in unserer Wohnung als Zimmerpflanze. Und hier stehen die als Riesenbäume. So Gummibäume, ne? Oder so sind das doch. Sind wir jetzt? Da ist ein Schock. Komm ich da auch hoch? Nee. Ich mal da lang. Und das hört dann immer so mittendrin irgendwo auf, im Nirgendwo.
kleiner Bäckerl, ein kleiner Kiosk. Bäckerl heißt Kiosk. Übersetzungsbüro. Und Service für Ikamet und so. Naja, Schock haben wir ja jetzt geguckt. Haben wir ja nichts gefunden. Jetzt wollen wir nicht nochmal rein. Ja, diese Dinger gibt es an jeder Ecke. Ne? Schock, Beam A101, überall. Alle 100 Meter gefühlt. Ist aber nicht nur hier so, gibt es in der gesamten Türkei. Überall. Ich glaube, ich bin viel zu weit hoch. Ich muss ein ganzes Stück zurück. Das ist noch so ein Arzthaus. Gehen wir ganz geradeaus und guck mal, wie weit ich wieder zurück muss. Ich habe mich gerade verlaufen. Ist aber nicht schön. Ups, Katze zum Müll hoch. Was ist das hier? Ein Café, sweet. Doch nicht irgendwo noch mal so ein Hundegeschäft sein. Stoffe, Gardinen. Was ist das? Patzi. Hallo. Du bist ja süß in der Sonne. Gebrauchte Klamotten. Hier in einer Straße, an der ich mich unwohl fühle. Mal schnell raus hier. Ein Poolladen wird das wohl. Eine Bäckerei. Teppiche. Eine Waschanlage für Teppiche. Beziehungsweise ein Waschgeschäft. Halle, Kammer Service. Wunderbar. Mal schnell einen Tisch improvisiert. Kann man auch so machen, ne? Warum mal das brauchen? Hier sieht es so ein bisschen aus wie Baumarkt in Mini. Mal gucken, was ich hier finden könnte. Nichts, weil ich gerade einen Hustenanfall bekommen habe. Da wollte ich jetzt nicht rein, so hustend. Hier ist aber die Straße, wo ich wieder hoch muss gleich. Sind also genau da richtig rausgekommen. Mein Husten hat sich wieder gelegt, deswegen gehe ich in den Supermarkt da hinten einmal. Das riecht hier überall nach Prasa, ne? Prasa ist Porre. Da kriege ich richtig Hunger auf Porre. Mal gucken, wie viel der da kostet. Da könnte ich auch noch mal gucken. Der hat ja neu eröffnet. Scheint aber eher klein zu sein, ne? Aber ich kann ja mal gucken. War noch nie drin. Gucken wir mal. So. Geht es.
die da Schüsseln vielleicht? Mal gucken. Nee. Kleine Tablets. Hunde. Aber nicht für kleine, leider nur für große Hunde. Ich glaube nur für große Hunde noch rein. Türkischen Supermarkt in Deutschland. Da sind die Hundegeschichten. Ein großer Sack, ist aber auch wieder für die Tischkin, also für erwachsene Hunde. Leider. Mann. Papi haben sie auch mal nur die Kleinen weg. Ja. Shit. Preise steht da auch nicht. Die haben auch so Riesenpakete, ne? Kostet das? 130 ist teurer als da, wo wir eben waren. 230 ist auch teuer. Gut. Ich werde mal fragen, wie viel die kostet. Aber das ist für Erwachsene, ne? Das ist mehr nix. Schade. Joghurt. 137, der in dem anderen Geschäft wird 135 gekostet. 57 der. Kriege ich aber auch oben. Mama. Nö, nö, nö. Wir haben aber schöne Großpackungen, ne? Ah, das war Mikros. Ich hatte einen anderen Laden in Erinnerung. Wir waren, glaube ich, da hinten mal, ne? Nicht bei Migros. Lass mich da noch mal runtergehen. Na, Baumarkt haben wir jetzt nicht geschafft, leider. Ist aber auch nicht so schlimm. Weil es ist noch richtig warm. Na, Katzi? Klima ist hier ordentlich an. Und nur die Kleinen. Leute, hier ist eine große, bitte für große Hunde, bitte für große Hunde, für kleine Hunde. Nein, auch adult. Für erwachsene Hunde. Scheiße eigentlich. Noch mal Weihnachtssachen. War da hinten nicht noch so ein Laden? Ich glaube ja. Da waren wir, glaube ich, mit meinem Mann immer drin. Und wir noch mal hingehen hier. Das kommt mal. Was haben die denn alles Schönes? Mal gucken, ob die die Töpfe haben für die Hunde. Schon mal dran, ich erinnere mich.
hatte damals aber nichts gefunden. Aber meine Anforderungen haben sich ja geändert. Ne? Aufblasbares Kissen. Das ist auch so ein Plastikladen, ne? Ich glaube, hier hinten habe ich gar nicht so drauf geachtet. Diese Schutzdinger. Wie viel kostet das? Stimmt, wenn wir jetzt keine Preise wollen, oder was doch? 7,5. Das ist gut. Wie viel kosten die Plastikdinger? Nix. Na toll. Möchte die nehmen? Was kostet das? Kann man nicht lesen. €75. Aber die kosten nur 7 oder wie? So viel wie ein Brot. Jetzt kostet die 25. War das jetzt eben 7? Ja. Hm. 7,5 Teile. Können wir einfach nehmen. Aber stehen wir auch verschiedene Preise drauf. Steht hier 25. Die sind hier falsch etikettiert. Tja, nochmal gucken. So, Schüsseln. Tischdecken, Decken, eigentlich interessant, ne? Da kann man auch gut das Hundefutter reintun. In diese Säcke, aber ohne Auto, nö. Hier sind vielleicht die, wäre gut. Die ist okay. Mal gucken, wie viel die kosten. Oder die geht auch. Die ist aber auch ein bisschen groß, glaube ich. Ein bisschen groß ist die noch.
werde mal fragen, was die kostet. Ist zwar noch ein bisschen zu groß, aber die ist schon das, was ich will, weil da passen beide Köpfe gut rein. Und über kurz oder lang brauche ich so eine Riesenschüssel leider, weil die so viel essen. Was Kleineres finde ich hier nicht. Kleinere Schüsseln sehe ich nicht. Ich hätte gerne noch eine etwas kleinere fürs Wasser. Ne? Das ist schon zu groß für Wasser. Das wird auch sicherlich Dings kosten. Um die 4 Euro wird das sicher kosten, denke ich mal umgerechnet. Ich nehme jetzt meine Wäscheklammern hin. Ich habe irgendwo hingelegt, Leute. Da. Was haben die noch Schönes? Mixdinger. Da auch. Brauche ich aber auch nicht mehr. Es ist kalt. Für meinen Hals bestimmt nicht gut, jetzt Eis zu essen. Ich frage mal, was das kostet und dann werde ich wohl mehr auch nicht finden jetzt hier. Was die alles haben, ne? Kein Mensch. Weder zum Kassieren noch sonst irgendwie. Hä? Kann ich auch nicht fragen, was das kostet, ne? Dann muss ich das jetzt leider hier machen. Wenn keiner da ist. So, die Wäscheklammern waren tatsächlich 7,5. Und die Schüssel war 135, das sind 9, 12, ja, 380 oder so. Ist okay, aber sie meinte, das wäre sehr hochwertiges Plastik, was nicht riecht, wenn man heißes Wasser drin reinmacht. Ist ja auch schon gut, aber ja, ich fand das jetzt, also 4 Euro, habe ich ja geschätzt, ne? Fand ich jetzt schon ein bisschen teuer, keine Ahnung. Es ist ja auch nicht dringlich, ne? Wir können ja noch mal weiter gucken. Ansonsten, die hat ja richtig viele davon, sonst hole ich mir das noch mal. Jetzt gehe ich erstmal hier noch mal rein und dann würde ich nach oben gehen wollen wieder. Fragt sich nur, ob ich jetzt da hochgehe. Mal schauen. Ja, hier waren wir drin. Genau. Mal gucken, ob die Hunde Futter haben. So ein Joghurt. 131 kostet der. Kann ich mir nicht vorstellen, die haben wahrscheinlich Dings vertauscht. Den Stellplatz. Da ist Hundenau, aber auch nur die kleinen Säcke leider. Okay. Dann nicht. Schade. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ich habe jetzt die richtigen gefunden. Die sind zwar rund, aber ja, mein Gott.
Dafür haben sie einen Deckel, das sind die für, damit kann man auch Teig machen. Ne? Eigentlich richtig gut, 29 etwas, also 30 Teller, 1 Euro mit Deckel pro Stück. Das ist auf jeden Fall machbar. Ich hätte mir vielleicht auch einen für zu Hause kaufen können, dann hätte man auch mal so Teig oder so machen können, aber egal, sowas gibt es immer mal. Wie gesagt, lieber wäre mir eckig gewesen, gab es nicht. Kein Problem. So, jetzt gehen wir hier einmal wieder hoch. Und dann können wir mal versuchen, ob wir den Berg wieder hochkommen. Und dann würde ich nochmal, es war jetzt bei A101. Und dann würde ich nochmal versuchen, zu beamen zu gehen oder A101 nochmal oben. Ich will nämlich nochmal Ketchup kaufen. Ich habe keinen mehr, Mayonnaise habe ich auch nicht mehr. Ja, 60 Teile für 2 Töpfe mit Deckel. Doch toll, ne? So. Und den anderen, da war das sowieso noch, er war noch zu groß sowieso. So viel Essen ist er doch ordentlich. Aber im Moment sind die noch ideal und diese Töpfe haben auch den Vorteil, dass sie gleichmäßig rund sind, ne? Unten, also dass das nicht so oval nach unten geht, sondern dass sie quasi einmal gleichmäßig rund sind unten. Dann passen beide Köpfe nämlich auch ganz gut rein. Und wenn sie irgendwann mal getrennt essen wollen, dann habe ich dafür auch passend. Muss ich nur noch fürs Wasser wieder was holen. Jetzt nehme ich das erstmal fürs Wasser und fürs Essen. Seht ihr, Töpfe haben wir schon mal. Futter haben wir aber noch nicht gefunden. Naja, so dringend ist das jetzt auch nicht. Kriegen wir schon hin alles. Vielleicht fahren wir auch noch mal zum Metro oder zu Kostasch mit dem Bus nach Alanya rein. Können wir ja jetzt. Aber das Problem ist, dass die natürlich liefern müssen. Das werde ich dann da natürlich mal absprechen. Beide liefern, glaube ich, also Kostasch auf jeden Fall, aber da habe ich das Futter nicht gesehen im Internet. Und im Internet habe ich auch beim Metro nur für Erwachsenhunde gesehen. Ansonsten nur für kleine, also wieder diese kleinen Säcke. Pepsi Burrata hat das natürlich, oder Amazon, aber da habe ich ja Schiss, dass die uns nicht finden, ne? Gut. Mal gucken. Sie haben ihren Pool immer noch an. Da ist kein Mensch drin, ne? Mit der Anlage bezahlt, das ist ja den Unterhalt. Die haben bestimmt genug Mittel, um den trotzdem aufrechtzuerhalten. Aber ob sich das lohnt, weil es kostet Strom, es kostet Chlor. Es kostet Reinigungsgebühren, Arbeit, das ist auch riesig, ne? Aber drin ist natürlich auch keiner, weil eiskalt, logisch. Wer geht da rein? Die Anlage ist ja selbst kaum noch besetzt. Sie ist ja fast leer, guckt mal. Ist ja kaum Menschen. Ja, fast alle ausgeflogen, guck mal, fast alles leer. Komisch eigentlich. Naja. Im Sommer war das hier immer voll, ne? Chlor ist aktiv, beziehungsweise die Pumpe. Spielplatz ist auch leer. Und den Berg wieder hoch mal. Zur Feier des Tages nach langer Zeit. Mit denen gehen alle lang und hoch, ne? Ein Glück haben wir das versucht jetzt. Da gehen aber auch viele lang an den Bananenfeldern. Da
Die wissen wahrscheinlich auch nicht, ob sie da lang dürfen oder nicht. Oha, mit Fahrrad. Oh mein Gott, das ist aber sportlich. Oh, 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 oh. Na, na. Na. Oh, oh. Fast. Oh nein. Gibt's da hinten über, Junge. Noch kostet es. Der Berg ist richtig steil, ne? Maschallah, maschallah, maschallah. Zum Schluss hat es nochmal, oder wahrscheinlich, weil das Fahrrad irgendwie aufgegeben hat, denke ich mal. Jungs, nein, was macht ihr denn? Ich bin mal so einen Berg runter, Loch Gusterd messen. Und dann bin ich hingefallen. Also dann habe ich mich überschlagen, ne? Als ich klein war, war ich aber noch viel jünger als die jetzt. Dann bin ich kopfüber, als ich von hinten nach oben und dann, ja, ist aber nichts passiert. War auch Wald, ne? War kein Beton. War in der Lüneburger Hain. Ich war, weiß ich nicht, bin noch nicht zur Schule gegangen. 6 oder so. Hätte ich jetzt nicht hier hochgekonnt, hätte ich entweder wieder zurück müssen und den einen Berg hoch oder ganz an der Jagdhammer hoch. Das wäre nochmal ein Riesenumweg. Und von der Jagdhammer dann da hoch und dann muss ich ja hier wieder zurück. Das wäre ein richtiger Umweg. Ich muss ja immer einen Riesenbogen machen von der Jagdhammer hier wieder zurück. Kinder haben alle Schluss. Stapfen die ganzen Kinder hier lang. Süß. Sag mal, wollten die nicht hier einen Pool hinmachen? Habe ich da was falsch verstanden? Wahrscheinlich. Da machen sie den Pool wahrscheinlich hin. Hm. Berge an. Die werden hier einfach auseinander gekloppt und dann Häuser hingestellt. Soweit ich weiß, war nämlich der Weg hier und nicht hier. Ich glaube, das haben die neu rausgestampft. Der Weg war meiner Meinung nach hier. Und das ist alles neu rausgekloppt. Deswegen ist das auch so felsig hier noch. Ja, ja. So war das. Und der ging auch, glaube ich, gerade, ne? Und nicht so. Wir waren doch da oben immer und haben, da standen doch auch Häuser noch, genau, die waren doch da. Das war doch gar nicht so weit unten. Genau, die haben hier einen Weg rausgeklopft. Das war weiter höher. Naja. Egal. Sowas sieht man so selten hier, ne? Der Nachmittagsgebetsruf müsste so für nach 3 dann sein jetzt.
Gott. Oh, haben sich erschrocken. Ich auch. Ich einmal kurz zeigen, was ich gekauft habe. Moment. Also, ich habe einmal Milch mitgenommen bei Beam. Halbfett, weil ich würde den Hunden gerne Milch geben. Das Problem ist aber, dass sie keine Milch dürfen wahrscheinlich. Aber im Welpenalter ist die Laktoseintoleranz noch ein bisschen gemäßigt. Aber da die ja jetzt die ganze Zeit schon keine gekriegt haben, ich habe gedacht, ich will es mal ausprobieren, ob sie die vertragen. Habe sie geholt, aber was ist das denn jetzt hier? Da klebt irgendwas Ekliges dran. Aber ich glaube, ich lasse das trotzdem. Und das sind die beiden Töpfe, die ich geholt habe für jeweils 29 Kelle. 29,90, also genau 1 Euro. Das sind diese Dinger, wo man dann Teig mit gehen lassen kann. Und die sind nämlich richtig schön, weil die sind innen nicht so, ne, so oval nach innen laufen, sodass die Fläche hier unten weniger wird, sondern sie ist gleichmäßig groß. Das bedeutet, dass beide Kangerköpfe da erstmal reinkommen. Aber ich werde einen Topf erstmal fürs Wasser nehmen, eins fürs Essen. Und irgendwann werden die einen Topf brauchen. Ne? Also das wird die Menge sein, die ein ausgewachsener Kanker dann isst. Irgendwann, inshallah. Aber im Moment müsste das noch beide reichen. Schauen wir mal. Was haben wir noch? Ja, die Wäscheklammern haben tatsächlich nur 7,5 Teller gekostet. Da freue ich mich, das ist sehr günstig. Ich habe mir wieder diesen Käse mitgenommen. Da hatte ich jetzt mal wieder Hunger drauf. Und einmal ein Brot. Das essen die Hunde auch gerne, wie gesagt, ne? Snacken. Und jetzt habe ich endlich Tee geholt mit in diesen Tüten drin. Werde ich mir vielleicht gleich mal machen. Aber erstmal esse ich Nudeln. Die hatte ich nämlich heute Morgen schon gekocht für die Hunde. Ketchup und Gurken habe ich mitgenommen. Kriegen die Hunde vielleicht auch ein bisschen. Haben sie aber nicht gegessen. Letztes Mal machen wir das nicht. Und mein Brot. Ja, das war's. Bezahlt habe ich 237, glaube ich. Irgendwie so. Genau, und das kommt jetzt alles in den Kühlschrank. Und dann, die Hunde sind ganz ruhig. Sie begrüßen mich auch nicht. Also, wir finden das auch ganz gut, mein Mann und ich haben uns das so überlegt, dass wenn wir, ja, hallo, hallo, dann würden sie sich richtig freuen und würden sie hochspringen und würden auch jaulen, wenn sie uns dann sehen. So interessiert sie das gar nicht. Sie gucken, wer kommt da und dann ist gut. Das finden wir besser, als wenn sie sich jetzt so riesig doll freuen, wenn wir kommen, weil dann würden sie auch traurig sein, wenn wir gehen. Also finde ich das ganz gut. Ich beachte sie gar nicht so doll, wenn ich komme. Ne? Ich gucke nur Hallo, sage ich, und mehr mache ich aber auch nicht. Weil dann haben sie dieses an Hochspringen nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das, glaube ich, machen sie gar nicht, weil es interessiert sie gar nicht, ob wir kommen oder nicht. Das ist ganz anders, als das bei Heidi war. Das war ja bei ihr schon von Anfang an, dass sie sich drinnen immer richtig gefreut hat und richtig traurig war und geheult hat, wenn ich weggegangen bin. Das ist bei denen nicht ein Glück. So, jetzt muss ich mal telefonieren. Die Hunde haben gegessen. Ich glaube, die sind pappesatt. Ich habe das ganze Ding voll gemacht mit Essen. Haben auch alles aufgegessen, glaube ich. Ist nichts mehr drin. Oh mein Gott, oh mein Gott, die haben aber jetzt zu viel gegessen. Oh nein, der Bauch ist viel zu dick. Scheiße. Mann, ja, was soll ich machen, wenn die so einen Hunger haben? Ich weiß doch auch nicht. Jetzt hast du zu viel gegessen. Komm, geh mal Kacke machen. Ja, mach mal. Nee, Pipi. Bonjour, komm mal hier. Lass mal deinen Bauch sehen, hä? Boah, schau, halt schon viel gegessen jetzt, ne? Ja. Ja, wenn ihr so viel Hunger habt, was soll ich denn machen? Dann kriegt ihr halt noch mehr. Hm, Bonjuk? Hast du viel gegessen? Du auch? Hm? Ja, also wir haben die ganze Zeit gespielt. Die hatten auch mit Sicherheit richtig Hunger. Wir haben hier rumgetobt und wir sind ums Haus gejoggt. Bonjuk immer hinter mir her, aber Pascha war zu faul, ne? Der stand dann hier immer und wir sind einmal immer hin und her, mehrfach hin und her gejoggt. Ne, Bonjuk? Hm? Mehrfach hin und her gejoggt sind wir, ne? Ja? Oha. So dick habe ich deinen Bauch aber noch nie gesehen, Bonjuk. Geh mal Kaka machen, los. Die können nicht mal mehr toben. Bonjuk, nee, komm mal her. Bonjuk,
Komm her, lass mal deinen Bauch sehen. Ja, also das war zu viel. Muss ich ein bisschen weniger geben morgen. Ne, das war zu viel, ne? Ja. Das war zu viel, ne? Habt ihr zu viel gegessen jetzt? Ne, Bonjour geht. Pascha ist so dick. Die müssen aber auch richtig müde sein. Wie gesagt, wir sind gejoggt. Bonjour immer hinter mir hergejoggt. Und er denkt sich, nö, warum soll ich da hinterherlaufen? Kein Bock. Na, noch ein bisschen kämpfen. Schnauze ablecken. Die Kangals sitzen übrigens alle so, die Welpen. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt. Die sitzen alle so komisch auf der Seite. Und das mit den Knochen da an den Beinen ist auch normal. Haben die Kangal-Welpen auch alle oder die meisten. Na, kommst du da lieber hoch, Junge, in den Stall? Lass mich mal in Ruhe. Nicht in die Ohren beißen. So. Ruht euch mal aus da mit dem dicken Bauch. Na gut, es wird gleich zum Abendgebet gerufen. Wie gesagt, wir haben hier ordentlich getobt, gespielt. Ich habe nochmal Kacke weggemacht. Hat auch hier nochmal überall eingesammelt. Die hatten ja auch ein bisschen links und rechts wieder gemacht. Ja. Und das war's für heute. Da wollte ich mir ja unbedingt noch einen Saft machen, ne? Und meine Oliven muss ich auch unbedingt in die Salzlake einölen. Das ist bestimmt schon 6 Wochen da in dem Wasser. Einmal die. Und einmal... Huch, scheiße. Einmal die. So. Pascha hat da eben einen Pilz gefunden. Ne? Ein Glück habe ich das noch rechtzeitig entdeckt. Den habe ich ihm sofort aus der Schnauze geholt. Ich hoffe, dass er nicht was gefressen hat, aber ich habe es eigentlich gleich gesehen. Eigentlich dürfte da nichts passiert sein. Da ist Bonjour, die hat auch so den Bauch. Oh nein, Bonjour. Hast du auch so viel gegessen? Oh nee, das tut mir leid. Morgen gibt es weniger, okay? Tja. Ja, ich habe mehr gegeben, als sie sonst essen. Hatte ich ja heute Mittag schon. Aber weil, guck mal, die haben schon wieder alles aufgegessen. Ne? Das Ding ist leer. Weiß ja auch nicht. Klar, man soll nicht mehr geben als die angegebene Menge. Ich habe ein bisschen mehr gegeben, als sie eigentlich sollen in dem Alter. Aber es scheint wohl doch ein bisschen zu viel gewesen zu sein jetzt. Zitrone habe ich noch, glaube ich. Jetzt will ich mir noch eine abrupfen. Ich habe aber eigentlich noch drin. Ne? Ich glaube, ich habe noch. Ja, ich hab noch. Ne, geht mal schlafen. Los. Geh mal schlafen, Bonjour. Ja, geh mal schlafen. Das reicht für heute. Ne? Ja, guck nicht so traurig. Bonjour will immer nicht hier wieder rein. Die will immer weiter draußen rumliegen. Die versteckt sich dann da unter oder haut ab. Aber er geht ganz gern wieder rein. Oha. Mach mal Kacke irgendwo, komm. Nicht? Er hat Stroh am Popo. Hast du Stroh am Popo? Mach mal ab. Ein Ding habe ich auch schon gewaschen. Und die werden dann morgen früh einsatzbereit. Inshallah, die Gurken. Davon esse ich vielleicht nachher mal eine. Mit hier hinzusetzen noch ein bisschen, ist einfach zu kalt, ne? So, Bonjour geht schlafen. Gut, du auch, komm. So.
sagte, ich habe gerade, glaube ich, die Babykatzen von meiner schwangeren Katze gesehen. Ich glaube, das sind die, die sehen genauso aus. Und sie war ja immer bei unserem Gärtner drüben in dem Garten. Und jetzt glaube ich, dass die Kätzchen da waren. Und hier sind sie. Guck mal, da sitzen sie, glaube ich, die Babykatzen von der grauen Katze, die ich immer gefüttert habe. Hundertprozentig sind das ihre Kätzchen. Das kommt genau hin. Die sehen auch genauso aus. Guck mal, 3 Stück. Oh, wie süß. Guck mal. Hundertprozentig sind das die Kätzchen von meiner Katze. Sie ging ja immer dahin und hat sich versteckt, da hinten irgendwo im Garten. Unser Gärtner ist nicht da, die Kinder sind auch nicht da, die Frau auch nicht. Und da dachten sich die Kätzchen, wir kommen mal raus. Hat sie wohl nur 3 bekommen oder? Weiß ich nicht, guck mal. Oh nein, wie süß. Richtig süß. Ich glaube, die sind, das könnte hinkommen, ne? Das ist ja jetzt schon, wie lange ist die Geburt her? 3 Monate? Das ist ja witzig. Also ich denke, das sind die, das kommt in 3 Monate, 4 Monate. 4 Monate müsste die Geburt her sein. 3,5 Monate. Ungefähr. Oh, Babys. Sind die nur 3 Stück? Unser Gärtner füttert euch bestimmt. Ich habe ihn doch nie gefragt, ob die, also die kleine Junge hat mir erzählt, sie hätten 2 Babykatzen. Keine Ahnung, dann waren das vielleicht die, die er meint. Aber er meinte, die hätten sie zu Hause und nicht im Garten. Oh nein. Die haben mich schon gesehen, jetzt haben sie sich alle im Rücken zu mir gedreht. Süß, ne? Die sind ja auch grau, grau-weiß wie meine Katze. Die übrigens auch gar nicht mehr kommt, ne? Die kommt gar nicht mehr. Sie läuft ja ab und zu rum. Ich sehe sie am Müll manchmal oder sie läuft hier in der Gegend rum. Das sehe ich schon, aber sie kommt nicht mehr zu mir. Seit die Hunde da sind, kommt sie nicht mehr. Ja. Oh, wie süß. Na, das ist ja schön, dass ich euch auch mal kennenlernen darf, wenn ihr das dann seid. Psch, 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 psch. Guck mal, die gucken. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Eben haben die mit dem Frosch gespielt. Da lief so ein Frosch rum und dann haben sie damit gespielt und dann habe ich sie entdeckt. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Ihr seid aber hübsch. Ja, sag mal. Da guck mal. Guck mal, nicht da runterfallen, ne? Oh, seid ihr aber hübsch und so süß. Ja. So, jetzt sind sie alle weg. Warum? Warum? Warum haben sie denn jetzt Angst gekriegt? Naja. Mein Akku war alle. Nee, nicht mein Akku war alle. Mein Speicher war voll. Ich musste erstmal löschen. Und jetzt zeige ich euch nochmal meine Hunde. Und dann können wir kurz Licht anmachen. Nun würde ich auch sagen, verabschieden uns. Ich muss jetzt meine Vlog-Teile schneiden. Ich habe schon mit der Family gesprochen. Es müsste ungefähr, ich würde sagen, 8:30 sein oder so. Ich gucke mir gerade Berichte über Kangas an, hier auf meinem Sofa. Und dann habe ich mir gedacht, wir gucken nochmal nach den Katzen. Beziehungsweise wollte euch schnell die Katzen zeigen. Ich wollte nochmal nach meinen Hunden gucken, nicht nach den Katzen, Mensch. Meine beiden Prachtexemplare. Mashallah. Ja, hallo, ihr beiden. Ja, bei Essen gibt es nichts mehr. Die Bäuche sind immer noch ganz dick.
Ja, reicht für heute, ne? Ja, für heute reicht's. Ja. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Also ich würde mir, bevor ich ins Bett gehe, vielleicht gebe ich ihm noch ein bisschen was, ne? Ja. Ihr habt ja nur dreimal gekriegt heute. Ne? Ja. Kacke habt ihr auch gemacht, sehe ich. Hattet ihr ja aber auch draußen schon vorhin. Pipi. Viele Kangals machen so Pipi. Ich habe viele Berichte jetzt gesehen. Viele Rüden machen so. Die stehen dann einfach ohne Beine, nur ich glaube, die sind ein bisschen faul. Ja, aber Paschas hat immer noch einen richtig dicken Bauch. Nee, das geht nicht. Dem kann ich nicht schon wieder was essen. Ne? Habt ihr das Band abgerissen von den Spielsachen, ne? Na, Bunchuk? Bunchuk? Hallo? Hallo, Bunchuk? Ja? Du bist auch satt, ne? Kommst kaum noch hoch. Bunchuk? So eine ganz feine Bunchuk? Ja? Hallo? Ja. Es reicht halt, ne, mit Essen. Ja. Also, ist genug heute, ne? Ist genug gegessen. Ja, aber so dick ist der Bauch gar nicht mehr. Haben sie verdaut, glaube ich. Sie sucht schon wieder irgendwas. Jetzt hat sie so einen Strohhalm. Naja, wir können ja nochmal auf die Katzen gucken. Wenn ich da keine mehr sehe, den gehen wir langsam. Und beenden den Vlog, würde ich sagen. Nochmal einmal gucken. Die Katzen nochmal sehen. Nö. Doch. Sie sitzen da wieder auf der Stange. Da. Und da hinten ist auch eine am Fenster. Da. Und da sitzen die anderen beiden. Süß. Naja, gut. Gut Nacht, mein Süßen. Psch, 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 psch. Süß. Ja, jetzt gucken sie wieder. Tja, hätte eure Mama euch mal hier gebären können, ne? Hätten wir mal die Geburt mit aufnehmen können. Und vielleicht sind es nur drei, ne? Sind denn die anderen? Aber er sagte, der Junge sagte, die hätten auch zwei zu Hause. Ich weiß nicht, vielleicht sind das ja die. Tja. Ist süß. Also, wenn die das wären, so ein bisschen freue ich mich dann, dass sie ja gesund geblieben sind. Zumindest die drei. Das ist ja dann schon mal schön. Ja, meine Lieben, ich verabschiede mich ganz herzlich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Abend, wann immer ihr mir zuschaut. Bis morgen, meine beiden Prachtexemplare. Mashallah. Ja, hallo, ihr beiden. Ja, bei Essen gibt's nichts mehr. Die Bäuche sind immer noch ganz dick. Ja, reicht für heute, ne? Ja, für heute reicht's. Ja. Aber ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Also ich würde mir, bevor ich ins Bett gehe, vielleicht gebe ich ihm noch ein bisschen was, ne? Ja. Ihr habt ja nur dreimal gekriegt heute. Ne? Ja. Kacke habt ihr auch gemacht, sehe ich. Hattet ihr ja aber auch draußen schon vorhin. Pipi. Viele Kangals machen so Pipi. Ich habe viele Berichte jetzt gesehen. Viele Rüden machen so. Die stehen dann einfach ohne Beine, nur ich glaube, die sind ein bisschen faul. Ja, aber Paschas hat immer noch einen richtig dicken Bauch. Nee, das geht nicht. Dem kann ich nicht schon wieder was essen. Ne? Habt ihr das Band abgerissen von den Spielsachen, ne? Na, Bunchuk? Bunchuk? Hallo? Hallo, Bunchuk? Ja? Du bist auch satt, ne? Kommst kaum noch hoch. Bunchuk? So eine ganz feine Bunchuk? Ja? Hallo? Ja. Es reicht halt, ne? Mit Essen. Ja. Also, ist genug heute, ne? Ist genug gegessen. Ja, aber so dick ist der Bauch gar nicht mehr. Haben sie verdaut, glaube ich. Sie sucht schon wieder irgendwas. Jetzt hat sie so einen Strohhalm. Naja, wir können ja nochmal auf die Katzen gucken. Wenn ich da keine mehr sehe, den gehen wir langsam. Und beenden den Vlog, würde ich sagen.
noch mal einmal gucken. Für die Katze noch mal sehen. Nö. Doch. Sie sitzen da wieder auf der Stange. Da. Und da hinten ist auch eine am Fenster. Da. Und da sitzen die anderen Beinen. Süß. Naja, gut. Gut Nacht, mein Süßen. Psch, 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 psch. Süß. Ja, jetzt gucken sie wieder. Tja, hätte eure Mama euch mal hier gebären können, ne? Hätten wir mal die Geburt mit aufnehmen können. Und vielleicht sind es nur drei, ne? Sind denn die anderen? Aber er sagte, der Junge sagte, die hätten auch zwei zu Hause. Ich weiß nicht, vielleicht sind das ja die. Tja. Ist süß. Also, wenn die das wären, so ein bisschen freue ich mich dann, dass sie ja gesund geblieben sind. Zumindest die drei. Das ist ja dann schon mal schön. Ja, meine Lieben, ich verabschiede mich ganz herzlich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Abend, wann immer ihr mir zuschaut. Bis morgen!